Und damit hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Snowna. Wir sind in Tennessee und der Plan für heute ist, wir suchen uns die 4 Upgrades. Hier nochmal 4 Upgrades auf der brennenden Mühle Karte. Es sind 2 von Türmen verdeckt, also die ihr aufdeckt, wenn ihr die Türme macht. Einmal da oben und einmal da unten. Die anderen beiden, wie wir sehen, sehen wir noch nichts. Die müssen wir so finden, aber wir fangen mal an. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem hier oben an. In diesem Sinne, mache ich den Motor an und wir sehen uns dann gleich bei Upgrade Nummer 1. So, und da sind wir auch schon bei Upgrade Nummer 1. Wir haben hier einen Motor, Azov Sam 814. Und da gucken wir auch mal rein. Der ist für den neuen Azov 43191 Sprinter. So, das Upgrade, wie gesagt, wird von Wachturm aufgedeckt. Befindet ihr hier oben im Nordwesten der Karte. Da ist eure Werkstatt. Und da oben findet ihr das Upgrade. Gut. Ich mache mich mal weiter. Und wir sehen uns gleich bei Upgrade Nummer 2. So, und da sind wir kurz vor Upgrade Nummer 2. Das ist das erste versteckte Upgrade. Und zwar haben wir hier eine Sportschaltung für den Azov 43191 Sprinter. Das Upgrade findet er etwas südlich von der letzten Position. Hier haben wir das erste Upgrade gefunden. Hier an dem Fluss, da ganz genau, findet ihr das Upgrade. Bin einfach hier rüber gefahren und dann hier so am Wasser entlang. Ist da hoch. Gut, damit fehlen uns noch 2. Wir sehen uns bei Upgrade Nummer 3 wieder. So, und da haben wir auch Upgrade Nummer 3 erreicht. Eine Differentialsperre. Und zwar für den Gore BY4. Das ist ebenfalls ein Upgrade, was von den Wachtürmen aufgedeckt wird. Das ist das Upgrade östlich von der Werkstatt. Also fahrt ihr hier am Logistikzentrum lang und dann diesen langen Weg hier runter. Und dann findet ihr da unten das Upgrade. Gut, fehlt uns noch 1 und da sehen wir uns gleich wieder. So, und da haben wir dann auch endlich das letzte Upgrade. Den kaputten Gore. Eine erhöhte Federung, die wahrscheinlich für den Gore ist. Genau. Gore BY4. Gut, Upgrade Nummer 4 findet ihr im Nordosten der Karte. Wenn ihr hier von der Nachfüllstation einfach ein bisschen östlich fahrt und dann Richtung Norden weiter hochfahrt, findet ihr das Upgrade hier oben. Gut, das war's dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat oder geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.